Hallo Leute, und heute habe ich wieder mal was Besonderes für euch. In dem letzten Video hatte ich doch gesagt und euch meinen Dampfgenerator gezeigt. Heute geht es wieder mal um diesen Dampfgenerator, aber der wurde mittlerweile umgebaut und zwar zur Kochplatte. Wie ihr das jetzt hier seht, habe ich alles schon vorbereitet und ich möchte jetzt mal sehen, ob wir damit ein Spiegelei backen können. Und dafür geht es jetzt los. Jetzt geben wir ein bisschen Butter rein. Und schauen, ob das Ganze schmilzt. Wie ihr seht, tut es ja. Ne? Wunderbar. Ich halte jetzt mal weg, dass ihr die ganze Konstruktion sehen könnt. Da unten, wie gewohnt, die HO-Flamme, die reingeht, wird da umgewandelt in Wärme. Und da oben haben wir dann das Ergebnis. Und zwar die Butter, die jetzt geschmolzen ist oder schmelzen soll. Hoffen wir, dass es wird. Ein bisschen Zeit müssen wir der ganzen Sache schon geben, weil es dauert natürlich ein bisschen was. Ich denke mal, das ist schon einmal warm, oder? Sieht ja eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt klopfen wir das Ei rein und schauen mal, was dann passiert. So, drin ist das gute Ding. Und jetzt hoffen wir, dass es auch richtig brutzelt. Ich lasse das jetzt einmal da stehen und bis das jetzt anfängt und richtig backt, will ich euch einmal für das nächste Video, das ansteht, schon einmal richtig heiß machen. Und zwar in dem Video geht es wiederum dieses Teil da, diesen Dampfgenerator und so weiter, der allerdings schon wieder umgebaut worden ist. Und zwar soll das Ganze dann eine Dampfheizung, sprich Stromgenerator sein. Das heißt, ich stecke HO-Gas, wie ihr das seht, rein. Erzeuge Raumluft, heiße Luft, die in dem Raum dann verteilt wird und gleichzeitig dazu auch noch Strom. Wie hoch die Strommenge ist, die dann zu erzeugen ist, weiß ich jetzt noch nicht. Das muss man jetzt halt alles raustüfteln. Aber das steht für das nächste Video an. Und ich denke, die meisten oder viele von euch werden ja hoch interessiert sein zu sehen, ob das tatsächlich funktioniert und was es dann auch letztendlich bringt. Also in dem Sinne, abonniert meinen Kanal und dann wird sich das in dem nächsten Video zeigen. Wie lange das jetzt dann noch dauert, bis ich das alles umgesetzt habe, lasst mir ein bisschen Zeit, ich kann auch nicht zaubern, aber wie man sieht, das Ei fängt jetzt schön langsam an und wird gebacken. Tja, und so sieht das nun mal aus. Noch ein bisschen, aber um euch nicht die Nerven zu strapazieren, es funktioniert. Es dauert nur halt ein bisschen, weil wie gesagt, es ist jetzt effektiv der erste Prototyp. Von daher sage ich danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, macht es gut, bis zum nächsten Video, tschüss.